mein Gott, Leute, heute gibt es wieder eine neue Folge Minecraft und ich habe mir wieder mal einen richtig coolen Prank überlegt. Denn heute mache ich ein Baubattle, aber ich habe eine richtig geile Mod runtergeladen, womit ich einfach in einem einzigen Block ein riesengroßes Haus bauen kann und somit richtig coole Sachen machen kann. Deswegen bleibt bis zum Ende dran, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, Leute, und abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an. Let's go. Und damit, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, wir sind hier wieder in Minecraft unterwegs, hier auf der großen Bau-Battle-Arena. Jetzt ist die Frage, Praxis, oder? Hallo. Bruder, hallo. Bruder, was machst du da drin? Komm mal raus. Das, du musst das mit Gelb zumachen. Das so. Ist genau. Ich hoffe, du bist... Was denn? Ich habe nichts gemacht. Das war... Ich hoffe, du bist bereit fürs Baubattle, Leute. Du weißt, was wir machen? Nein, okay, ich erkläre es dir perfekt. Wir werden heute nämlich ein Baubattle machen und es gewinnt der, der das kleinste Haus von uns beiden baut. Das heißt, du musst ein Haus bauen, das muss so klein wie möglich sein, aber da muss ein Bett drin sein, da muss ein Pool drin sein, da muss eine komplette Inneneinrichtung drin sein, aber das Haus musst du so klein wie möglich halten. Und wer am Ende das kleinere Haus von uns beiden hat, mit mehr Inhalt, der wird das Ganze gewinnen. Hast du das Ganze verstanden? Sorry, ich war was holen. Was hast du gesagt? Ja, ich hab's verstanden. Und okay. Das wird super einfach werden. Weißt du warum? Ja. Tschüss. Okay, dann würde ich sagen, gehst du auf deine Seite ist gelb. Ich gehe hier schnell auf meine blaue Seite. Dann muten wir uns und haben wir jetzt 15 Minuten Zeit, um das kleinere Haus zu bauen. Ich hoffe, du bist bereit. Du bist ja. auf der falschen Seite. Du bist auf der falschen Seite. Geh mal jetzt auf deine Seite, du bist gelb, du Banane. Okay, ich mute mich jetzt. Viel Spaß beim Bauen, ja? Okay, Leute, ich bin gemutet. Ihr seht, ich bin hier auf meiner Arena. Und wie gesagt, habe ich einen richtig coolen Prank vorbereitet. Denn was Braxy nicht weiß, ist, dass ich hier ein paar coole Items habe. Und ihr seht, ich kann zum Beispiel mit diesem Item hier einfach so einzelne kleine Pixel hier rausmachen. Ihr seht das hier einfach. Und dann kann ich mit so ganz einzelnen Blöcken zum Beispiel bauen. Das ist richtig cool. Aber nicht nur das kann ich machen. Nein, ich habe auch hier so kleine Carpets. Und wenn ich die hier platziere, dann kann ich da reingehen. Und jetzt seht ihr schon, bin ich hier auf diesem kleinen Erdblock. Und jetzt kann ich hier ganz normal mit Blöcken bauen. Ihr seht das und kann hier ein ganz normales Haus bauen. Aber wenn ich jetzt hier rausgehe, dann seht ihr schon, bleibt das einfach da drin. Und ich kann einfach in einem einzigen Block, wie ihr es da seht, ihr seht da unten diese Steinblöcke. Da kann ich jetzt einfach ein kleines Haus reinbauen. Das heißt, wir werden das 100% gewinnen. Ich bin ultra gehypt, wie Braxy darauf reagieren wird. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt an, unser kleines Haus zu bauen. So, da mein Skin blau ist, nehme ich auch blaue Farbe. Zack, dann gehen wir einmal rein und guckt euch das an. So, natürlich, Leute, habe ich auch hier meine Zauberaxt am Start. Genau. So, jetzt nehme ich mir kurz blaue Wolle und jetzt passt ganz genau auf. Ich platziere die jetzt einmal da und da drüben. Jetzt markiere ich das einfach, genau so. Gebe hier einen Command ein. Mit diesem Command kann ich jetzt einfach alles aus Wolle machen und kann super schnell ein kleines Haus bauen. So, wir merken uns auf jeden Fall, hier unten ist der Ausgang, da kann ich jetzt rausgehen. So, dann nehmen wir uns noch eine Falltür, zack. Okay, ich glaube, das sieht schon mal ganz gut auf jeden Fall aus. Okay, so, ich würde sagen, den Rest machen wir jetzt hier mit weißem Quarz weiter. Das heißt, ich baue jetzt erstmal hier ganz weit nach oben und dann machen wir erstmal hier ein paar Wände rein. Markiere ich das einmal, gebe hier den Command ein und schwupps, habe ich eine komplette Wand. Ey, ich sage euch ehrlich, Leute, ich werde das krasseste, kleinste Haus bauen. Ich meine, habt ihr schon mal so ein Haus in einem einzigen Block gesehen? Ich glaube, Braxy wird gar nicht checken, was abgeht. So, okay. Wir machen jetzt erstmal hier die nächste Wand hin, genau. Auch noch eine. Und hier drüben die letzte Wand. Jetzt seht ihr schon, habe ich hier so eine kleine Mauer reingebaut. So, und von außen sieht das Ganze jetzt so aus. Ihr seht, das ist wirklich ein einzelner Block, wo ich jetzt mein Haus reinbauen werde. Es wird so geil. Ey, Leute, komm, lass uns mal ganz kurz auf Brax seine Seite schauen, heimlich, was er baut. Mich interessiert das und... Jetzt machen wir noch einen Zaun drumherum, damit kein Einbrecher nachts kommt. So. Wartet. Ist da überhaupt auch so... Ist da ein Block frei? Ich glaube schon. So. Dann geht's hier weiter. Boom. Und jetzt mache ich überall eine Fackel. Nicht da. Hier. Nein, hier. Ey, sag mal, sag mal. So. Nein, hier. Hör auf jetzt! Ich kann nicht mehr. Ey. Boah, das nimmt.
Ich schwöre, wenn das noch einmal passiert. Er baut wirklich so ein kleines Haus, ich fass es nicht. Ey, der wird gar nicht raffen, was abgeht, ich sag's euch. So, wir gehen wieder rein. Zack, da bin ich wieder. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an mit der Einrichtung. Und zwar als allererstes würde ich sagen, brauchen wir ein Bett. Dann nehmen wir mal ein rotes, zack. Und dann mache ich mir ein richtig schön großes Bett rein. So, warte mal. Wir machen das aber richtig cool, so mit schwarzem Beton und mit so Quarzstufen. Ich zeige euch das mal. Da machen wir genau in der Mitte hier, zack, genau. Dann kommen hier die Betten hin. Boah, wir werden so ein richtig krass luxuriöses Haus bauen in einem einzigen Block. So, das ist unser Bett. Das sieht schon mal ganz cool aus. Und für den Kontrast machen wir außenrum noch so ein bisschen dunkelblaue Wolle. So, okay, okay. Das sieht nice aus. Und wisst ihr, was eigentlich auch nicht fehlen darf? Natürlich ein paar Fenster. Deswegen mache ich jetzt auch hier einfach noch ein paar coole Fenster rein. So, genau. Machen wir da ein paar Fenster rein. Hier kommen Fenster rein. Und auf die Seite machen wir auch ein paar Fenster rein. Und hier drüben auch noch. So, okay, das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir natürlich noch Glasscheiben. Und ey, guckt euch mal bitte an, wie groß unser Haus wird. Wir werden hier so einen richtig dicken Pool reinmachen, ich sag's euch. So, jetzt aber erstmal hier schnell überall die Fensterscheiben rein. Okay, das sieht gut aus. Genau, auch auf die Seite. Überall kommen Fensterscheiben rein. Sehr geil. Okay, okay, komm schon, wir müssen uns beeilen. Oh mein Gott, das wird so heftig, Leute. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein von 1 bis 10, wie ihr das bis jetzt findet. Ich meine, das ist einfach krass. Wir sind gerade an einem einzigen Minecraft-Block. Ich zeige euch das nochmal. Also, ihr seht auch jetzt hier von draußen, man sieht halt wirklich diese Fenster, Leute. Es ist wirklich in einem einzigen Block drin. So, ich gehe jetzt wieder rein und schwupps, ihr seht auch von draußen, da ist das Gras. Richtig, richtig heftig auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar Fensterbrettchen. Die machen wir einfach aus so Eichenholz, würde ich sagen. So, auf ganz entspannt kommen hier ein paar Fensterbretter hin. Okay, das sieht gut aus. Dann machen wir da ein paar Laternen drauf und ein paar Blumentöpfe, so ein bisschen als Deko einfach. So, ja, ein paar rote Blumen und ein paar gelbe Blumen einfach. So, Laterne, Blumentopf, Laterne, nee, doch, Laterne, nee, Blumentopf. Da wieder eine Laterne, da wieder ein Blumentopf und da wieder eine Laterne. Okay, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns noch ein paar Fässer. Boah, ich mag das richtig so bauen. Ich sag euch ehrlich, ich habe da richtig Spaß dran bei so bauen. Machen wir da ein bisschen Deko rein. Einfach so ein paar Fässer. So, da auch. Zack, zack, zack. Okay. Und hier hinten würde ich sagen, machen wir eine große Bücherregalwand hin. Einfach zack, zack. Ja, da kommen einfach überall Bücherregale hin. Ich denke, das könnte ganz cool aussehen. Ja, das, denke ich, hat auf jeden Fall was. Okay, so sieht mein Innenbereich bis jetzt aus. Ich glaube, da wird Brex auf jeden Fall nicht mithalten können. Mir fehlt aber gerade noch ein bisschen Grünzeug. Ich mag, wenn so Grünzeug hier in den Wohnungen drin ist. Deswegen machen wir hier dazwischen noch so ein bisschen Grünzeug. Keine Ahnung, ich mag das. So, okay, dann machen wir da noch Grünzeug hin. Das sieht gut aus. Und dann würde ich sagen, machen wir auch hier oben jetzt die Decke rein. Genau, die machen wir bis da rüber. Einfach einen Command und schwupps, habe ich hier eine komplette Decke reingemacht. Ja, und so sieht jetzt unsere erste Etage aus. Wir haben hier ein riesengroßes Bett, Bücherregale. Wir haben hier riesengroße Fenster drin. Also das ist mein erster Wohnbereich. Und ich meine, das Haus ist am Ende das kleinste. Es ist ein Block groß. Aber von innen ist es einfach riesig. Ihr seht das. Ja, ihr seht auch von außen jetzt da drin, Leute. Da ist die Decke. Und ihr seht auch von außen, wenn man reinschaut, man sieht es ein bisschen. Wenn man jetzt hier ranzoomt, ihr seht da wirklich das Bett durchschimmern. Also es funktioniert wirklich alles einwandfrei. So, ich würde sagen, komm, wir lunzen nochmal ganz schnell bei Brex, was er baut. Ich bin echt gespannt im Vergleich, wie groß er sein Haus baut. Guckt euch sein Haus an. Und er wird nur so das sehen, dann wird sich so denken, so, hä? Ey, es wird so cool. Okay, sehr, sehr geil. Boah, unser kleines Haus ist fast fertig. Was fehlt noch, Freunde? Das ist unser Haus. Hier können wir leben. Vielleicht sollte ich hier noch so eine Fackel hinmachen. Das sieht so komisch aus. So, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Was brauche ich noch? Also einen Ofen habe ich. Meine Füße werden sogar warm. Das ist eine Heizung. Bücherregal, weil wir so viel lesen. Ganz viele Holzkisten. So, ein Pool, wo wir Pipi machen können. Werkbank. Ein Teppich. Bett. Fenster. Also ich glaube, ich habe an alles gedacht. Also ich glaube, ich bin tatsächlich fertig. Okay, ich würde sagen, wir bauen aber jetzt hier direkt die nächste Etage rein. Dafür nehme ich auch jetzt hier wieder ein paar Treppen. Und ich würde sagen, die nächste Etage, wie wir das am besten machen mit der Treppe. Ah, vielleicht. Okay, würde ich sagen, machen wir jetzt die Treppe einfach hier nach oben. Das heißt, ich zimmer da jetzt einfach mal hier so eine Treppe hin. Auf ganz entspannt. Ich glaube,
Das könnte sehr, sehr funny werden. Okay, okay, das sieht schon mal gut aus. Okay, aber das wird so eine komische Treppe. Ah, nee, wir müssen noch eins länger machen. So, ja, jetzt passt es, weil jetzt kann ich nämlich hier so ein paar Treppen machen. Mach da so. Ja, so. So sieht's gut aus. Dann machen wir das hier unten nämlich jetzt alles weg. Genau so. Jetzt nehmen wir uns hier so schwarzes Glas. Boah, das wird so eine richtig moderne Treppe. Mal gucken, wie das aussehen wird. Dahin, genau, und dahin. Boah, das hat auf jeden Fall einen geilen Look. Das hat was. Wir machen das noch eins länger. Okay. Ja, okay. Ey, das sieht ehrlich heftig aus, oder? Jetzt kann man hier so schön nach oben gehen. Ja, okay, das sieht heftig aus. Ich würde sagen, machen aber hier oben noch Quarz hin. So, genau, damit das hier oben schön gefüllt ist. Zack, da noch Quarz hin. So, hier oben. So, also ich glaube, das sieht auf jeden Fall sehr modern jetzt aus. Ist eine schöne, moderne Treppe. Man kann schön nach oben gehen. Sehr geil. Dann machen wir jetzt hier oben noch so ein kleines Geländer mäßig, dass man hier nicht runterfällt. Genau. Und dann machen wir jetzt auch hier oben direkt unsere nächste Etage rein. Das heißt, als allererstes erstmal wieder Fenster reinmachen. So, auf die Seite, genau. Da drüben auch. Die machen hier richtig schön große Fenster rein. Ey, Leute. Ich bin richtig gespannt auf Brack seine Reaktion, wenn er von außen das Haus sieht, dann hier so reingeht und sich so denkt so, hä, wie passt das alles da rein? Es ist so lustig. Ey, ich bin richtig gespannt auf die Reaktion, ich sag euch ehrlich. Aber wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren, wir müssen uns beeilen. Haben nicht mehr so viel Zeit. So, jetzt erstmal wieder ganz schnell hier Fenster überall reinmachen. Komm schon, komm schon. Ey, ich muss noch einen Pool reinbauen. Hab ich voll vergessen. Ich habe ja gesagt, wir müssen einen Pool reinmachen. Oh mein Gott. Wir müssen uns echt beeilen, wenn ich noch einen Pool bauen will. Wir wollen einfach oben aufs Dach, bauen wir einfach einen krassen Pool hin. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal noch schnell so ein bisschen Teppichdekoration. Das heißt, wir machen einfach hier ein bisschen als Kontrast um die Treppe. So ein bisschen, ich mag das, wenn das alles so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ich mache einfach hier außenrum immer so ein paar Teppiche, damit hier irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Look reinkommt irgendwie, wenn man so mit blauer Wolle arbeitet. Ich feiere das irgendwie, keine Ahnung. Ihr müsst, das ist so Kunst, ihr müsst das verstehen. Muss alles so ein bisschen, es muss nicht Sinn ergeben, aber es muss cool aussehen und irgendwie sieht es cool aus, weil das macht so Kontrast. Ich habe keine Ahnung, was ich laber, aber es sieht geil aus. So, hier oben machen wir das gleiche, da machen wir auch überall so blauen Teppich einmal rum. So, okay, das sieht cool aus. Bis da vorne, genau, okay. Jetzt hier das gleiche Spiel, auch einmal schnell Fensterbretter drunter, genau. Ups, hier auch überall, okay, okay, wir müssen uns echt beeilen. Okay, Fensterbretter stehen, okay. Die Frage ist, was machen wir jetzt hier rein? Ich habe eine komplette obere Etage jetzt, was soll ich hier reinmachen? Wir haben ja echt viel Platz drin. Was mache ich hier rein? Wir haben halt, wir müssen irgendwie eine Küche oder irgendwas reinbauen, ne? Aber wartet, wisst ihr was? Dann mache ich das hier weg, dann machen wir hier irgendwie schnell eine Küche oder so rein. Das heißt, wir machen hier so irgendwie so eine Arbeitsplatte. Dann nehmen wir hier so eine Treppe mäßig so als Abzugshaube. Aber das sieht kacke aus. Wir machen das mal aus Quarz. So, ne, warte. Dann jetzt vielleicht einfach einen Ofen irgendwie. So vielleicht. Jetzt stelle ich einfach noch so einen Blumentopf hin und mache da so eine komische weiße Blume rein. So, das ist unsere Küche. Sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, aber egal. Wir haben wenigstens eine Küche. Ich glaube nicht, dass Brax in sein Haus eine Küche reinkriegt. Okay. So, jetzt schnell noch hier ein paar Laternen. Wieder ein paar Blumentöpfe. Wir müssen uns beeilen. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit. Deswegen müssen wir jetzt echt hier Turbo machen. Okay. Ich müsste halt eigentlich aus Prinzip jetzt hier überall noch so blaue Wolle hinmachen, weil halt unten auch alles blau ist. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Timelapse, wie ich jetzt überall schnell Wolle reinmache. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, okay. So sieht das Ganze jetzt aus. Wenn wir nochmal ganz kurz rausgehen, Leute. Und ihr euch das Ganze mal von außen anschaut, dann guckt euch bitte mal diesen kleinen Block an. Und ihr seht auch von oben, man kann hier wirklich komplett in die Inneneinrichtung reinschauen. Man sieht hier wirklich genau aufs Detail. Da sind die Laternen, die Blumentöpfe, die Küche. Es ist wirklich einfach ein Haus in einem einzigen Block. Es funktioniert einfach. Okay, okay. Leute, wir müssen uns jetzt beeilen. Komm, komm, komm. Das sieht gut aus. Wir machen jetzt hier schnell auch noch so ein paar Fässer einfach rein. Einfach zur Dekoration da so ein paar Fässer rein. Fässer retten immer alles. Vertraut mir, Leute. Hier vielleicht in die Mitte so ein paar Fässer. Ich sag euch, Leute, mit Fässer könnt ihr alles retten. Okay. Das sieht auch gut aus. Ich glaube, die Etage können wir eigentlich auch so lassen. Wobei, ich sage euch ehrlich, wir müssen hier noch einen Esstisch reinbauen. Ich meine, wir bauen zwar hier das kleinste Haus, aber ich sage euch ehrlich, ich glaube nicht, dass Brax einen Tisch drin hat. Deswegen mache ich jetzt aus Prinzip einen Tisch rein. So, hier einmal einen Tisch bitte. Zack, zack, zack. Sieht zwar irgendwie ein bisschen komisch aus, der Tisch, aber egal. Hauptsache, wir haben überhaupt einen Tisch. Und dann machen wir jetzt hier so ein paar Sitzplätze hin. Zack. Das heißt, wir haben sogar jetzt eine kleine S-Bank, sage ich mal. Und jetzt muss ich richtig schnell noch einen Pool reinbauen. Weil was für ein Flex wäre das, wenn wir in einem einzigen Block einfach noch einen Pool drin haben. So,
Das wäre halt einfach der Oberflex. Deswegen würde ich sagen, zack, mache ich jetzt hier schnell noch eine Etage rein, Leute. Und jetzt müssen wir hier noch einen richtig coolen Pool hinbauen. Ich würde sagen, wir machen da einfach das Ganze so, dass ich von hier bis nach drüben gehe. Hier einmal jetzt eine Dingens hin mache, so eine Wand. Dann nehme ich mir jetzt kurz hier noch so ein paar Treppen. So. Zack und zack. Genau so. Und jetzt nehme ich einfach hier meine magische Axt. Markiere das Ganze. Und mit dem Command Z9 kann ich alles zu Wasser machen. Und schon haben wir hier einen richtig coolen Pool drin. Jetzt machen wir da noch so ein paar Seeblätter drauf. So. Auf ganz entspannt. Vielleicht auch noch die ein oder anderen Fenster auf süß. Zack. Das sieht cool aus. Und, oh mein Gott, Leute, das ist richtig der Flex jetzt, passt auf. Wir machen hier so eine richtig krasse Fensterview hin. Wie so ein bisschen auf Infinity Pool angelegt. Oh mein Gott. Ey, das Ganze ist alles in einem einzigen Block. Ich bin gespannt, wie Brax gucken wird. Ja, okay, okay, das sieht gut aus. Ja, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Licht, eine Laterne hin, genau. Machen oben alles schön zu. Zack. Und schon ist unser Riesenpool fertig. So, hier noch ein paar Fensterbretter. Und dann denke ich, haben wir auch einen sehr, sehr geilen Pool in unserem Haus. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie jetzt hier nach unten kommen. Ich habe keinen Platz für eine Treppe, merke ich gerade. Maximal hier drüben irgendwie eine Treppe reinmachen. Ich glaube, Leute, für eine Treppe haben wir jetzt gerade keine Zeit mehr, weil ich muss nämlich gleich jetzt schon aufhören mit bauen. Lass uns einfach, wir müssen jetzt irgendwie improvisieren. Wir müssen einfach eine Leiter machen. Leute, wir müssen irgendwie eine Leiter reinmachen. Es hilft nichts, aber ich muss hier jetzt eine Leiter hinmachen. Ich weiß, eine Leiter ist nicht das Schönste. Das weiß ich selber, aber wir haben keine Zeit mehr. Deswegen, Leute, mache ich jetzt hier einfach schon eine Leiter hin. So, und dann geht man halt über eine Leiter hier hoch. Und schon ist man im Pool drin. Ich glaube, wir sind fertig. Also nochmal ganz kurz für euch. Hier oben ist unser riesengroßer Pool drin. Dann können wir hier nach unten gehen, haben hier auf jeden Fall auch eine nice Einrichtung. Haben hier eine coole Treppe nach unten mit einem großen Bett. Das ist die Einrichtung von innen und von außen. Gehen einmal raus. Sieht das Ganze so aus. Einfach alles in einem einzigen Block drin. Ich würde sagen, wir muten uns und mal schauen, was Braxy gebaut hat. Das wird so ehrenlos. So, Brax, bist du da? Ja, ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Also ich habe wirklich versucht, alles sehr klein zu halten. Ich habe wirklich sehr klein gebaut. Ich glaube, diese Challenge habe ich gewonnen. Sag ich dir ehrlich. Ich habe das kleinste Haus, ich habe sogar einen Pool. Und ich habe sogar Bücher und Regale, ganz viele in einem ganz kleinen Haus. Und ein Bett und Licht und alles, was man braucht zum Leben. Also du würdest sagen, du hast das Ganze gewonnen? Ich glaube, ich habe das Ganze easy peasy lemon squeezy auseinandergenommen. Okay, ich würde sagen, ich komme erstmal auf deine Seite rüber aufgeregt, okay? Okay, ich zähle runter. 5, 2, 1, 4, 3, 0. Ich komme rüber, okay? Komm, ha, guck dir das an, dieses Prachtstück. Wow, du hast ja wirklich voll... Ja. Du hast ja wirklich gebaut. Klein gebaut. Was soll das hier sein? Soll das ein Rasenlabyrinth sein? Oder was hast du da gebaut, wenn ich fragen darf? Das nennt sich abstrakte Kunst. Okay, also das ist dein kleinstes Haus, sagst du? Ja. Und in diesem kleinsten Haus ist alles drin, was man zum Überleben braucht. Genau, sogar eine Toilette. Also Pool kannst du als Toilette benutzen. Gar kein Problem. Okay. Wirklich? Also okay, wir spectaten das Ganze erstmal von außen, würde ich sagen. Du hast hier so ein bisschen Gras drum gepflanzt, so auf Undercover, genau, oder was richtig. Hier, ne? Richtig. Auf Undercover hier hat er ein bisschen Gras außen drum gepflanzt. Okay, ich verstehe. Okay, okay, okay. Warum hast du da 10 Millionen fucking hingemacht, Bro? Warum nicht? Ich brauch Licht. Okay, ich würde sagen, ich gehe einfach mal rein, okay? Geh rein, okay, viel Spaß. 3, 2, 1 und... Ja, guck. Sag ehrlich. Guck mal, ich hab mir auch was dabei gedacht. Guck jetzt. Oha. Ja. Okay, pass auf. Hier ist der Ofen. Hier kann ich kochen, richtig? Ja, du kannst kochen, ja. Ja, das ist und richtig. Und das dient auch als Heizung für meine Füße. Oh. Ah, Flavor. Okay, ich habe mitgedacht. Also du hast mitgedacht. Du willst so auf so Bodenbeheizung so machen. Genau. So hier ist mein Pool. Hier kann ich auch auf Toilette gehen. Und ich kann hier auch duschen, so auf ganz entspannt. Bist du sicher, dass das auch nur zum Baden genutzt wird? Also ich frag nur. Baden, Toilette, alles. Hier kannst du alles machen. Und hier oben hast du ganz viele Kisten, ganz viel Stauraum. Ja, ja. Dann haben wir hier eine Werkbank zum Arbeiten und Bücher, weil ich ja so viel Bücher lese, du weißt doch. Darf ich fragen, wo dein Esstisch ist? Ich frag nur. Ich esse auf dem Bett immer, ist gar kein Problem. Ah, okay, okay, ja, okay. Ja. Ja, also, dein Haus ist ganz in Ordnung. Was würdest du deinem eigenen Haus von 1 bis 10 geben? Fufi. 50 von 10. 50 von 10, ja. Sag ehrlich, guck mal, sag ehrlich. Ja, sieht ganz okay aus. Dann würde ich sagen, Brax, komm, lass uns doch einfach mal auf meine Seite gehen, okay? Okay, aber du hast schon verloren. Okay, die Leute, ihr schreibt in die Kommentare, wer gewonnen hat. Ich würde sagen, du darfst rüberkommen. 3, 2,
1. Und du darfst kommen. Komm schon. Hast du überhaupt gebaut? Du hast nicht mal ein Haus gebaut. Doch. Wo ist dein Haus? Ja, da. Aber wie soll ich denn da reinkommen, du Dussel? Hä, das ist mein Haus. Wir haben gesagt, wer das kleinste Haus baut. Guck erst mal von außen. Schau mal. Wir haben ja heute gesagt, wer das kleinste Haus baut. Und du siehst, von außen kannst du ja schon mal so ein bisschen spectaten. Da sind ein paar Fenster drin. Das aber ich kann doch hier nicht rein, guck. Das geht doch gar nicht. Hä, natürlich kann man da rein. Nein, wie willst du hier? Wie gehe ich jetzt hier auf Toilette? Ja, guck mal her. Ich zeig dir, wo die Tür ist, okay? Du guckst genau zwischen die zwei Fenster. Okay. Und dann machst du einfach rechts, liegt bei der Tür. Und dann gehst du rein ins Haus. Ja, komm rein. Was geht? Was? Hä? Ich sehe gar nichts mehr. Das ist der Rasen, wo wir gerade waren. Ja, da draußen ist der Rasen, ja. Also schau mal, kurz für dich, guck mal. Also, hier ist mein Bett, schau mal. Das ist mein XXL King-Size-Bett, wo ich mich draufsetzen kann. Hier chill ich immer. Boah, Bro, wie hast du das gemacht? Guck mal, wir haben sogar hier ganz viele Bücherregale. Wir haben hier Fensterbretter. Wir haben auch ganz viel Stauraum hier überall. Du siehst das, ganz viele Fässer natürlich. Wie cool ist das denn? Ja, ansonsten, du siehst auch alles schön weich mit Teppich, damit auch alles schön warm bleibt. Und dann haben wir so eine richtig schön luxuriöse Treppe nach oben. Du darfst gerne mal nach oben kommen. Hä? Ich check das gerade nicht, warte mal. So, und hier oben siehst du, gibt es auf jeden Fall auch einen Essbereich. Also ich kann mich hier auch hinsetzen und kann essen. Okay. Was sagst du? Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos, du hast mich auseinandergenommen. Komm, ich habe sogar hier eine richtig große Küche, so mit Ofen und das so. Das sehe ich gerade, hast du meine Küche gesehen? Die war an meinen Füßen. Ich will nicht sagen, aber das war's noch nicht. Guck mal, hier geht's noch nach oben, Breaks, schau mal. Alter, okay. Komm, einmal nach oben, darf ich vorstellen? Was? Du hast doch einen Pool? Dagegen war ja mein Pool gar nichts. Natürlich, hier kann ich auch baden gehen, siehst du. Alter, geh raus aus meiner Wohnung. Raus. Was für deine Wohnung? Raus! Junge, der Pool, der ist auf extra auf 35 Grad hochgeheizt. Lumi, ich habe eine Frage. Wann gucken wir uns jetzt dein Haus an? Das war jetzt mein Haus. Du machst ein Tour über mein Haus. Ehrlich, raus! Dein Haus war ja eine 50 von 10. Ist mir ehrlich, was gibst du in meinem Haus? Ich sag ganz ehrlich, das ist krass. Ich sag ehrlich, 51 von 10. 51 von 10. 51 von 10? Ja, 51. Hast du dir verdient. Guck, hier kriegst du sogar noch eine Fackel von mir. Hey! Hä? Wie sind wir denn jetzt gekickt, Alter? Das war mein Haus. Leute, ich würde sagen, wenn euch das Baubattle gefallen hat und euch mein kleinstes Haus gefällt, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und checkt auf jeden Fall auch gerne Braxis ab. Und dann würde ich sagen, Bro, hast du noch was zu sagen zum Abschluss? Alle abonnieren und liken. Ja, wir sind die Besten. Leute, schreibt in die Kommentare, welches Haus ihr besser fandet. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.